Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Parker and Lane. Ja, in der letzten Folge haben wir von dem Postboten oder Postbotin, ich bin mir nicht ganz sicher, was es jetzt war, ob es jetzt männlich oder weiblich war, herausgefunden, dass ein Paket noch verschickt werden soll und das soll an die Schwester gehen von dem, der schon getötet wurde im Fitnessstudio. So wie ich mich erinnern kann, ist schon ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe, weil ich ja immer vorproduziere. Ihr müsst euch auch nicht wundern, ich bin stimmtechnisch ein bisschen angeschlagen, leider. Leider hat mich jetzt, glaube ich, auch die Erkältung ein bisschen erwischt. Ja, es ist halt so, jeder ist krank hier im Moment in Deutschland. Aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem, so gut es geht, verstehen. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt schnell weiter. Mrs. McDermott, sind Sie da? Hier sind Victor Lane und Detective Parker. Bitte öffnen Sie die Tür, Mrs. McDermott. Wir glauben, dass Sie sich in Gefahr befinden können. Haben Sie Detective gesagt? Also Detective wie von der Polizei? Wir sind froh, dass es Ihnen gut geht, Mrs. McDermott. Und ja, von der Polizei. Gibt es doch eine andere Art von Detective? Also, Sie brauchen eine richterliche Anordnung, richtig? Um rein zu... Das klang nicht gut. Ich suche nach einem Zugang auf der Hinterseite. Mrs. McDermott, ich werde diese Tür aufbrechen. In 3, 2, 1. Oh oh. Tod. Wir sind zu spät. Ich mache wohl besser den Anruf. Oh. Assistiere genau 5. Ein Herzermittler. Was? Was soll ich machen? Wo ist das Skalpell? Ach da. Ich soll 5 mit einem Herz nur machen. Okay. Aber die verlieren doch ihre Herzen, oder? Hi Karl. Moment, ich lese nochmal. Assistiere genau 5 Einherzermittler. Okay, schauen wir mal. Oder die haben nur ein Herz. Wir schauen mal, wie das gemeint ist. So, was ist das? Irgend so ein Organizer? Oh Gott. Ach du Schande. Ah, okay. Ja, okay. Die Kamera, die und die. Zack, zack. Das mit den 5 verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Müssen wir mal gucken, wie das gemeint ist. Oh, Luminol. Ich glaube, jeder hier weiß, was Luminol ist. Ich glaube, ich muss es nicht erklären, oder? Okay. Aber ich habe noch keinen Punkt. Das heißt, das wird wohl wieder so ein Game sein, was... Also, nicht Game. Was wollte ich jetzt sagen? Es wird höchstwahrscheinlich so ein Level sein, was ich wieder danach machen muss, bis ich erstmal... das erreicht habe und dann den Stern. Du möchtest irgendwie nur und du möchtest den Pinsel. So. Hier ist Blutfleck. So, einmal pinseln.
Bei mir hier ist es auch noch ziemlich früh. Deswegen bin ich höchstwahrscheinlich noch gar nicht so richtig da. Könnte vielleicht sein. So. Sind wir schon fertig mit der Schicht? Ja, sind wir. Okay, ich würde sagen, das Level hole ich dann einfach nach. Ich habe ja jetzt die 3 Sterne. Aber wir machen jetzt erstmal mit der Story weiter. Was? Oh, ich kenne diesen Blick. Bin ich der Nächste auf Parkers Schuldliste? Sie war am Leben, ehe wir angekommen sind. Und ich weiß, dass ich es nicht gewesen bin. Natürlich, mein Masterplan bestand also darin, einen Detective zu meinem Mord mitzubringen. Kommen Sie schon, Parker. Also gut, nicht einmal Sie wären so dämlich. Sie haben also die anderen Fußabdrücke bemerkt? Die Abdrücke neben meinen an der Hintertür? Habe ich. Sie sehen nicht alt aus. Haben Sie jemanden gesehen? Nein, nichts. Ich würde aber sagen, es war ein Mann, wenn ich mir die Größe der Abdrücke ansehe. Wir brauchen mehr als nur einen Schuhsohlenabdruck. Schauen wir uns um, während wir auf Verstärkung warten. Mensch, die Leute sterben hier ja wie die Fliegen. Erschöpfe Lane. Oh ja, das mache ich gerne. Wie können wir Lane erschöpfen? Ich möchte Lane erschöpfen. Sehr gerne sogar. Okay, du gehst dahin. Ich guck gerade mal. Eben hat er erschöpft geguckt, aber jetzt wieder. Müssen wir ganz voll machen? Aber das Ding ist, ich muss ja irgendwann entlassen. Wieder so ein Ding, was so undurchsichtig ist von der Levelansage her. Das sieht hier aber auch aus. Das erste Mal verkackt, wow. Ach, hättest du das mit dem Pinsel nicht früher sagen können. So, ich bin da mal echt gespannt, wer der Meinung ist, dass die Leute da schuldig sind. Die müssen ja irgendwas getan haben. Bist du jetzt erschöpft? Ja, du bist erschöpft. Wow, Mensch, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe gedacht, da füllt sich irgendwie die Anzeige, aber sehr schön. Ja, das war ja easy. So. Schließe das Level mit einer leeren Ablage ab. Ja, das machen wir ja meistens. Oh, wir haben Verbesserungen. Aber wir haben meistens eigentlich nur diese Tatort-Dinger. Oha. 330. 50. Okay. Ja.
Müssen wir drauf sparen. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen hier bleiben. Alle Umfragen sind sich einig, dass Colin Walsh in Kürze zum nächsten Senator gewählt wird. Warum sollte jemand für Walsh stimmen? Ich kann diesen Typen nicht ausstehen. Gibt es überhaupt jemanden, den Sie mögen, Parker? Machen Sie mal halblang, Lane. Walsh ist kein guter Kerl. Nicht alles ist schwarz und weiß, wissen Sie? Ersparen Sie mir die Lektion, Lane. Also gut, Parker, ich bin... Ein böser Anwalt? Ein mürrischer alter Mann? Hab ich was vergessen? Schon gut, es ist nichts. Gehen wir an die Arbeit. Gut, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Das kriegen wir ja eigentlich immer hin. Einstellen, einstellen. Ja. Schön goldene Herzen wollen wir haben. Oh, ich muss wischen. Gott. Jetzt habe ich ja ganz verpeilt. So, du möchtest die Kamera haben. Wo ist Karl? Ach, da. Ich habe es nur gehört. Hihi. Darum konnte ich das so schnell gar nicht zuordnen, wo was ist. Aber Mensch, ich muss ja sagen, die Leute sterben hier ja wie die Fliegen, ne? Also ich bin mal echt gespannt, wie viele Leute da noch sterben werden. Weil das Game geht ja noch ein bisschen. Geschweige denn, ob wir jetzt mal einen Tatverdächtigen finden. Geschweige denn, ob es dann derjenige ist, den wir dann finden. Oder ob das eine Finte ist und der wahre Mörder immer noch dann auf freien Fuß rumläuft. Da bin ich echt mal gespannt, wie, wo, was da passiert. So, dann entlassen wir euch mal, weil da welche bei sind, die wieder rote Herzen haben. Ich verstehe es nicht, warum das so ist. Aber eigentlich langsam bin ich jetzt nicht, würde ich behaupten. So. Blut, Blut, überall Blut. Dahin. Aber ich muss sagen, es ist voll mein Game. Es ist wirklich voll mein Game. Ich habe euch das ja schon mal erzählt, dass ich gerne in diesen Beruf gehen wollte. Ich mich sowieso im Allgemeinen für Forensik und Kriminalsachen interessiere. Uch. Nein, wo? Oh Gott. Das ist ein bisschen so, dass das immer so gleich kommt. Ja. Das, ist immer so ein bisschen, naja. So, kriegen wir den dritten Stern noch, Krimin? Boah, wir kriegen die dritten Stern nicht. Alter. Okay, war ich doch zu langsam. Naja, hole ich nach, kein Problem. Das wissen wir bisher. Das Opfer war am Leben, als wir angekommen sind. Doch nur für wenige Minuten. Es gibt auch keine Anzeichen von Gewalt auf ihrem Körper. Sie ist einfach gestorben. Wir haben ein paar Fußabdrücke gefunden, wahrscheinlich von einem Mann, die vom Tatort wegführen. Vielleicht wegschleichen. Warum sonst hinten rausgehen? Stimmt, das ist verdächtig. Sonst noch Hinweise? Theorien? Nun, wir haben diesen Kuchen hier. Vielleicht hat jemand Geburtstag? Hey, es wäre eine Schande, ihn schlecht werden zu lassen. Das wäre ein Verbrechen. Warten Sie, nicht essen! Nun, so viel zu diesem Beweisstück.
Etwas an diesem Tatort scheint merkwürdig, aber ich kann es einfach nicht erkennen. Also ich finde das schon unter aller Sau, dass die den BH da unterm Tisch liegen hat. Vielleicht sollten sie stattdessen ihr Gesicht hineinstecken. So, Level 23. Sorge dafür, dass jeder Ermittler mindestens glücklich ist. Okay. So, dann können wir uns das kaufen. Und ja, dafür müssen wir dann noch sparen. Egal, wohin ich in diesen Raum schaue, der Tisch sticht hervor. Ja, habe ich doch gesagt. Vielleicht haben Sie Hunger. Auf dem Tisch ist nichts außer Kuchen. Genau, das ist es. Da ist nichts drauf. Er ist sauber. Und weiter? Ein sauberer Tisch? Es ist nicht wirklich ungewöhnlich. In diesem Haus schon. Schauen Sie sich diesen Ort an. Sieht aus wie eine Studenten-WG. Studenten-WG? Klingt wie etwas, womit Sie Erfahrung hätten. Klappe, Parker. Ich meine es ernst. Dieser Tisch passt hier nicht rein. Sie haben recht. Das ist merkwürdig. Sehen wir uns um. Okay, mindestens glücklich. Alles klar. So, einmal die Kamera. Zack, zack. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller hier arbeiten. Zack, zack. Wischen, wischen. Ihr habt alle goldene Herzen. Wunderbar, die verliert ihr nicht. Das ist sehr schön. So, was möchtest du haben? Du möchtest das Skalpell haben. Du kommst hier zum Kreis. Dann möchtest du den Pinsel haben. Du kommst hier hin. Was möchtest du haben? Wischen. Du möchtest Luminol haben. Zack. Und so, zack, 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 zack. Und einmal entlassen. Die ganze goldene Runde. Kai, Karl. So. Dann bekommst du einmal das. Du gehst dahin. Dann... Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Hat aber gut geklappt. So, du möchtest das Kapell haben. Kommt da noch jemand? Also da ist zwischendurch immer so eine ruhige Phase. Und dann nachher kommen sie wie bekloppt. Ihr habt alle goldene Herzen. Ich bin so glücklich. Wuhu. Ich freue mich. So, oh. Ja. Ah! Okay, ja. 2 Sterne. Toll. Super. Ja, dann entlassen wir gleich am besten mal. Einmal verkackt und alles ist vorbei. Boah, das war ganz knapp. So, einmal das Skalpell. Du kommst hier hin, du kommst dahin. Einmal zack, zack. Du brauchst die ganze Ausrüstung. So. Oh, du hast so rote Herzen. Oh nein, das schon wieder. Zack, 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 zack. Schneller, 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 schneller. Oh, das gibt's doch gar nicht. Also manche Spiele sind so richtig... Die braucht keiner. Also ich brauche sie zumindest nicht. Also sie sind schon niedlich gemacht, muss ich sagen. Aber teilweise fest ist auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob das... Hallo! Ob das ein Mausproblem ist oder... Was auch immer das sein soll. Wir müssen euch entlassen. Ihr habt alle fast rote Herzen. Das ist ja deprimierend. So, Blut. Zack. Okay, 3 Sterne haben wir erreicht. Ja. Und Feierabend wohl wieder.
Aber perfekt, wir haben die Diamanten, alles ist gut, Karl haben wir gefunden. So, was ist mit dem Tisch? Genau, das ist das, was eine Frau sofort sieht. Warum lässt sie ihre BHs einfach so rumliegen? Mir fallen da ein paar Gründe ein. Bäh, ihre Fantasie ist wie ein Abflussrohr, Lane. Wie es scheint, trug sie nicht mal einen, als sie starb. Ich neige dazu, sie zu verhaften, einfach nur, weil sie eklig sind. Nun, das erklärt zumindest, warum der Tisch so sauber ist. Was meinen Sie damit? Ich glaube, Vicky hatte eine nette Zeit, ehe wir angekommen sind. Sie meinen... Moment. Wow, Parker, die errötende Braut. Wer hätte das gedacht? Nicht alle sind schwarz und weiß, Lane. Wussten Sie das nicht? Oh, ein kleines Schäferstündchen. So, dann würde ich sagen, machen wir noch Level 24. Geheimer Liebhaber. Suche nach romantischen Beweisen. Okay, ja, dafür können wir uns nicht leisten. Die Fußabdrücke, die wir gesehen haben, gehören also vielleicht Vickys Liebhaber. Das sollte unsere Suche einengen. Nur wenn wir mehr als einen Fußabdruck finden können. Er... Oder sie. Er oder sie muss irgendwelche Spuren hinterlassen haben, vor allem wenn sie sich getroffen haben. Liebhaber lassen immer etwas zurück. Wow, Lane, versuchen Sie poetisch zu sein? Ich sage nur, wie es ist. Schauen wir mal, was wir finden können. Okay, hier gucken wir. Dann brauchst du den Organizer. So, ja, fertig. So, du gehst dahin. Du brauchst den Pinsel. Dann gucken wir uns hier um. Wischen. Dann bequatschen wir mit dir was. Dann suchen wir weiter. So. Du brauchst das Skalpell. Ja, sehr schön. Das war schon. Wunderbar. Das war ja easy. So, du möchtest die Kamera haben. Hi, Karl. Also ich muss sagen, Karl höre ich diesmal besser in dem Spiel als bei Hearts Medicine zum Beispiel. Also es gibt überall Pros und Kontras, aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Es ist schon wieder weg. Das Kurzzeitgedächtnis ist bei mir heute sehr ausgeprägt. Sagen wir mal so. Schnell einstellen. Fertig. So, einmal entlassen. Du gehst hier hin. Du gehst dahin. Skalpell und Pinsel. Ja, das war eigentlich falsche Reihenfolge, aber Jacke wie Hose. Luminol. So. Aber es wird auch ja immer schwieriger. Aber das kennen wir ja aus den ganzen... aus der ganzen Gamehouse-Reihe, dass es immer schwieriger wird. Was ja auch gut ist, wie ich es immer sage. Es soll ja auch nicht langweilig werden. Aber ich bin mal echt gespannt, ob das einfach nur der Liebhaber war. Aber es muss ja irgendwas sein. Geschweige denn, ich habe das Gefühl, dass... Ah! Oh, noch geschafft. Das hat... Oh nee, nicht das. Nicht das. Gott sei Dank, das ging gut. Das hat irgendwas mit dem Kuchen zu tun, würde ich behaupten. Vielleicht vergiftet oder so. Es wäre mal interessant, jetzt bald mal in die Analyse oder so zu kommen. Ins Labor.
es ist zwar schon, dass wir wechselnde Tatorte haben, aber vom Prinzip her ist es ja immer das Gleiche. Und ich würde mir da schon jetzt mal ein bisschen was Neues mal wünschen. Weil wir sind ja jetzt auch schon Level 24, also da sollte jetzt langsam mal was... Also es, wie gesagt, ich will mich nicht beschweren oder sonst irgendwas. Oh. Schnell wischen, zack, zack. Ihr verliert Herzen, ich weiß. Okay, aber wir haben 3 Sterne. Es ist alles im grünen Bereich, Gott sei Dank. So, dann entlassen wir dich noch und dann sind wir auch durch. Wow. Und? Hey Lane, schauen Sie mal. Das ist doch ein Fumpf aus dem Fitnessstudio. Was haben Sie gefunden? Eine sexy teure Uhr. Die ist wahrscheinlich Tausende wert. Diese Uhr trägt man am besten mit einem Anzug und so einen würde Logan nur über seine Leiche anziehen. Ziemlich schlechte Wortwahl, Lane. Aber trotzdem wahr. Ich glaube auch nicht, dass sie Vicky McDermott gehört. Das stimmt, ein weiteres Teil für unser Puzzle. Das Gesamtbild erschließt sich mir, aber noch nicht. Was wir wirklich brauchen, ist ein Laptop oder ein Mobiltelefon. Ja, da besorgt euch doch einfach eins. Ja, eine teure Uhr ist als Beweisstück aufgefunden worden. Wunderbar. Vielleicht gehört das ja diesem Werftypen, den Parker ja sowieso nicht so gerne mag. Den habe ich so ein bisschen nämlich im Verdacht, dass der krumme Dinge oder so schiebt. Aber ich würde sagen, wir machen die Herausforderung das nächste Mal und auch Level 25 machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Parker & Lane. Macht's gut, Leute. Tschüss.